Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Opening machen. Heute geht es nämlich wieder um eine Weekly Chest. Ich habe mit meinem Alichar jetzt nach längerem mal wieder eine Plus 10er gemacht, um mein Gear ein bisschen hochzubekommen. Denn mittlerweile ist der auch auf 368. Mein Hordenschar ist ja 10 Item Level nochmal höher quasi. Und ja, mal gucken, ob ich wieder ein bisschen mehr Gear rausziehen kann. Achso, eins wollte ich euch fragen. Ich habe letztens im Stream angefangen, hier mal rumzuspielen zwecks Kamera und zweiten WoW. Ich hatte das ja jetzt öfter so gemacht, dass ich mit dem zweiten WoW im linken unteren Eck quasi anstatt der Kamera das drin hatte. Jetzt habe ich mal wieder öfter mit Kamera gestreamt, deswegen hier so der kleine Einschub. Findet es gut, wenn ich beides drin habe, so wie ich es jetzt habe oder eher nicht? Würde mich mal interessieren, schreibt das gerne in die Kommentare als kleiner Einschub. Jetzt schauen wir aber in die Kiste rein und gucken mal, ob ich was rausziehen kann. Also ja, ein Dings wäre ganz gut hier. Handgelenke noch ein bisschen höher, ein Trinket oder so. Oh, ich habe Hände gekriegt. Ah, nein, 380. Und ich habe schon 380er, aber die sind tatsächlich besser, weil die Bistets haben. Versa und Mastery ist doch eine schicke Angelegenheit, deswegen, ja, ziehen wir sie an. Ist jetzt leider kein großes Upgrade. Ding wäre auch gut gewesen hier, Azerit-Pieces, weil da habe ich nur leider 370er, beziehungsweise jetzt aufgehörte 375er. Aber gut, vielleicht dann das nächste Mal. Und ja. Das war es dann eigentlich schon mit dem kleinen Opening. Mit dem Hordenscharm mache ich im Moment keinen im Plus, weil, ja, da ist das Gear hoch genug. Da zieht da leider nichts mehr raus. Aber sobald die nächste im Plus-Season, beziehungsweise dann auch die Raid-Öffnung ist, ja, werde ich wieder öfter spielen. Da wird es sicher auch wieder höheres Item-Level geben. Und dann werden wir auch dahingehend wieder ein paar Kisten aufmachen. Ja, das war es dann schon mit dem kleinen Video. Über euer Feedback würde ich mich freuen. Auch gerne, was ihr bekommen habt, ob ihr mittlerweile noch großartig was rausziehen könnt aus der M-Plus-Kiste. Und ja, dann sehen wir uns gern im nächsten Video. Euer Tela. Bis dann. Ciao.